Hi Leute, ich wollte euch heute mal einen Witz erzählen. Und zwar geht ein Mann zum Arzt und sagt, wenn ich hier drücke, tut's weh. Und wenn ich hier drüben drücke, dann tut's auch weh. Auch wenn ich hier auf den Kopf drücke, dann tut's genauso weh. Überlegt der Arzt kurz und sagt, ja ganz klar, der Finger ist gebrochen. So. Was möchte ich mit dem Witz sagen? Wir beschweren uns ständig über irgendwas im Äußeren. Über deinen Chef, der dich ungerecht behandelt. Ärgern uns über den Kerl, der dein Auto kaputt gefahren hat. Über deine Frau. Und dir geht's schlecht. Dir geht's schlecht. Also was solltest du reparieren? Solltest du die Schulter hier reparieren? Solltest du die Schulter hier reparieren? Solltest du den Finger reparieren? Und genauso solltest du dich selbst reparieren. Wenn du dich ärgerst über was. Das sind so fundamentale Dinge. Aber wenn man nicht zu dem Punkt gekommen ist, das zu ändern, wo das Problem stattfindet. Und wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du nicht glücklich bist, warum soll sich jemand anderes ändern? Wenn du dich ärgerst, warum sollte jemand anderes sich ändern? Das sind die fundamentalsten Dinge. Das ist wie wenn du hier einen Riss dich aufgeschnitten hast im Gesicht, dann gehst du zum Spiegel und dann klebst du ein Pflaster auf dem Spiegel. Das ist das, wie wir uns als Menschen heutzutage verhalten. Und das ist der erste und wichtigste Punkt, um eine Veränderung vorzunehmen. Das zu verändern, wo das Problem liegt. Wenn ich mich ärgere, wenn ich nicht glücklich bin, dann ändere ich mich. Dann brauche ich nichts im Außen ändern. Ganz fundamentale, einfache, banale Dinge, die man zuerst mal erkennen muss. Aber das war's schon. Macht's gut, Leute. Ciao.